Heidelsauer auf Bierhoff. Sportvorstand Christian Heidel vom FC Schalke 04 zeigt sich im Zuge des Transfers von Leon Goretzka zum FC Bayern verärgert über die Kritik von Oliver Bierhoff. Der Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft muss objektiv sein, so etwas darf er nicht sagen. Darüber hätte er besser nachdenken müssen, sagte Heidel auf der Pressekonferenz. Bierhoff hatte zuletzt betont, dass ein ambitionierter Jungnationalspieler ungern mittwochs auf der Couch sitze, während andere Champions League spielen. Van Marwijk wird neuer Aussie-Coach. Der ehemalige HSV-Trainer Bert van Marwijk übernimmt das Traineramt der australischen Nationalmannschaft. Dies gab der Verband bekannt. Der neue Coach äußerte auch gleich seine ambitionierten Ziele. Wir gehen nicht nach Russland nur, um gut zu spielen. Ich will unsere Matches gewinnen. Van Marwijk war zuletzt als saudi-arabischer Nationalcoach tätig. Nach der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland konnten sich die beiden Parteien in Vertragsverhandlungen jedoch nicht einigen und beendeten die Zusammenarbeit. Schumacher lobt Terodde. Kölns Vizepräsident äußerte sich am Rande der FC-Karnevalssitzung positiv über Winterneuzugang Simon Terodde. Er freue sich, dass der Stürmer endlich sein Potenzial abrufe. Ja, wobei einige ja gesagt haben, das wäre ein Zweitligastürmer, aber ich freue mich darüber, über jedes Tor, das er bei uns macht, um den Kritiker dann auch zu zeigen, dass er auch wirklich ein Erstligastürmer ist. Ne? Für Trainer Stefan Rutenbeck sind es nicht nur die Tore, die Terodde so wichtig machen. Na, der will dich hier jedes Training, gibt Erfolge, will dich verbessern. Ist immer mit dabei, fragt nach, wenn irgendwas unklar ist, sagt an in der Kabine, gegen den Ball überragend, Arbeit. Deswegen, Tore sind super, aber ist nicht das Wichtigste bei ihm. Sabitzer möchte Entwicklung abwarten. Marcel Sabitzer von RB Leipzig möchte die Ziele des Clubs abwarten, ehe er einen langfristigen Vertrag unterschreibe. Der Verein muss eine Richtung vorgeben, zum Beispiel wie er mit dem Trainer plant und mit welchen Spielertypen. Ich denke, wir brauchen gute und hungrige Spieler, um unsere Ziele zu erreichen, sagte der Österreicher der Sportbild. Dem Offensivspieler sei es zudem wichtig, Champions League zu spielen. Der aktuelle Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis Sommer 2021.